Das konnte der Zufallsgenerator wohl nicht mehr länger ignorieren, nachdem jetzt mittlerweile 6 Bowser-Festungen auf dem Plan standen bei 9 möglichen Wahlen. War klar, dass irgendeine irgendwann kommen musste. Und naja, zur Auswahl standen 3-mal N64 Bowsers Festung und eben 3-mal GBA Bowsers Festung 3. GBA Bowsers Festung 3 macht offensichtlich das Rennen und jetzt wird es Zeit, dass ich hier mal ein bisschen ordentlich fahre und auch das Rennen mache, wenn es irgendwie geht. Und den nehmen wir jetzt einfach mal. Dann komme ich schneller hier über die Sprungschanzen, kriege keine Wolke ab, kann ein paar Leute über den Haufen fahren und freue mich darüber, dass ich an dem alten voll vorbeifahre. Aber dafür einen roten abkriege. Habe ich es nicht eben noch erwähnt auf der Dings, auf der Pilzschlucht? Wenn irgendjemand mit dem Bullpill an mir vorbeifährt, dann habe ich natürlich keine roten Panzer. Aber in dem Moment, wo ich mit dem Bullpill an jemanden vorbeifahre, haben die natürlich alle rote Panzer. Au, na toll, den grünen Panzer habe ich nicht gesehen durch die Einschuss. Danke, Striker! Das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Es ist doch herrlich, oder? Ich hatte vorhin einen Bullpill und war damit für einen kurzen Moment mal richtig weit vorne. Jetzt bin ich richtig weit hinten. Alles dank Items, ne? Ja, gut, der umgeht mich zum Glück. Ja, im Prinzip müsste man jetzt sagen, ja, hebt die Pilze doch auf und war die Abkürzung. Aber erstens mal kriege ich vorher noch 2-mal mindestens Items und zweitens kann ich die Abkürzung nicht. Also macht es jetzt wenig Sinn, die Abkürzung zu fahren, weil ich weiß genau, was dabei rauskommt, wenn ich es versuche und darauf kann ich verzichten. Ah, schade, einmal hätte ich gerne noch gezündet den Pilz, aber egal. Wieso bin ich jetzt Zweiter? Wo sind die alle? Also, na gut, wo die sind, ist eigentlich klar. Die sind zwangsläufig alle hinter mir. Verdammt, roter Panzer von hinten oder auch nicht. Keine Ahnung, ich meine, ich hätte eben im Rückspiegel einen roten Panzer gesehen, aber dann eben nicht. Gott, und irgendeine nette Peach ist ganz, ganz weit vorne. Das ist ja irgendwie faszinierend. Also irgendwer fährt da irgendwie das Rennen für sich allein. Und irgendwie sollte man nicht 5-mal in einem Satz irgendwie sagen. Aber egal. Wie hat der, die oder das gemacht? Also so ein riesen Vorsprung, das gibt's doch gar nicht. Gibt's hier keinen, der mal einen blauen Panzer kriegt? Wahrscheinlich erst in der dritten Runde, wenn dieser Mensch da vorne durchs Ziel ist oder so. Naja. Und, oh, hinter mir ist Go Nixon. Ist leicht zu erkennen. Es ist, glaube ich, der Einzige jetzt im Raummoment, der mit Mii fährt. Und zufälligerweise sieht das Mii noch genauso aus wie meins. Oder fast genauso. Und das erkennt man natürlich, wenn man es sieht. Ist klar. Also, ich zumindest. Weil, ja, ich kenne meinen Mii, ja. Ich würde trotzdem gerne wissen, wer es ist. Und, ja, was auch immer. Ich würde auch gerne wissen, wer Diddy Kong ist. Den hab ich bin der Meinung, ich habe den Menschen auch noch nie gesehen. Aber... ja, halt. Ist halt so, ne? Okay. Oh, da kommt endlich der blaue Panzer des Glücks und der bringt natürlich gar nichts, weil wer auch immer da vorne ist, ist viel zu weit weg, als dass ich noch einholen könnte. Es sei denn, der rote Panzer trifft nochmal. Der rote Panzer will aber nicht treffen und ja, außer Reichweite für einen Wurf. Schade. Hätte der rote Panzer getroffen, hätte ich es noch schaffen können, aber wäre ja eigentlich auch nur ein geschenkter Sieg, mehr oder weniger. Also ein alten Sieg ist ja wohl nichts wert. Das hier war natürlich ein reiner Skill-Run, ne? Also... erster wird man natürlich nur durch Glück, zweiter wird man durch Skill, ist klar. Und da habe ich mal wieder richtig gezeigt, was ich drauf habe hier. Trotz Knochenbowser, ja. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute irgendwas Falsches gegessen oder so. Ich bin irgendwie ein bisschen seltsam drauf, aber macht ja nichts, tut nicht weh. Hey, ich bin Dritter. Ich bin super. Und hier sehen wir sehr eindrucksvoll, welche Bahn denn vom Zufallsgenerator ausgewählt wird, wenn 5 von 9 Bahnen, die zur Verfügung stehen, N64 Bowsers Festung sind. Es wird natürlich Waluigi Arena gewählt. Verdammt. Jetzt wollte ich mal gleich meinen Super-Skill demonstrieren, den ich nicht habe. Warum wird der eigentlich nicht getroffen? Jetzt habe ich ihn 3-mal gerammt mit meinen grünen Panzern und er wird partout nicht getroffen. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, Skandal. Großes Dankeschön an all die lieben Leute, die mir geschrieben haben, wie man Waluigi Arena fährt. Sehr hilfreich war definitiv das Video von Sozi, muss ich an der Stelle sagen, das mir geschickt wurde. Ich habe mehrere Videos zu dem Thema gekriegt und habe mir sie auch alle angeguckt. Und ja, Sozi macht ja sehr, sehr viel MKV und macht auch gern Zeitfahren und macht da, zeigt dann dort Strategien, die teilweise etwas veraltet sind oder auch nicht, aber die eigentlich recht... ja, recht effektiv sind, um eine gute Zeit aufzustellen. Und damit habe ich dann gelernt, wie man hier rumfliegt. Allerdings, offensichtlich kann ich es nicht. Ich habe es noch nicht trainiert. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Also, ich weiß jetzt prinzipiell, wie es geht. Ja, gut. Gut, dass der Blitz jetzt kam, weil ich habe eh Scheiße gebaut. Wie gesagt, ich weiß jetzt prinzipiell, wie es geht. Das heißt aber nicht, dass ich es auch kann, weil, wie gesagt, ich habe es nicht geübt. Und der Sprung ist ein bisschen kompliziert, sag ich mal. Wow, hier wird scharf geschossen. Und das hier kriege ich auch nicht hin, weil ich... unfähig bin.
Okay. Eigentlich sollte man natürlich an den Beschleunigern dort oben so viel langfahren, so lange langfahren, wie man kann. Verdammt, ich wollte eigentlich einen alten mitnehmen. Ja. Und eigentlich fährt man die Bahn sowieso ganz anders als ich, aber kann ich nicht ändern. Also ich werde jetzt nicht anfangen, hier die Pro-Strategien komplett zu üben, aber wenigstens, wenn ich diesen ersten Sprung hier könnte, wäre schon ganz gut. Und zwar, ja, ja, hoho, das hat ja fast geklappt, das war ja schon fast ordentlich. Jetzt hätte ich nur noch rechtzeitig den Mini-Turbo zünden müssen, fällt mir gerade ein, den habe ich irgendwie vergessen. Bitte jetzt keinen Blitz. Dankeschön. Mist. Jetzt der Blitz, das ist super. Der kam genau im richtigen Moment. Hallo René, ich schaff's nicht da hoch. Schaffst du es auch nicht da hoch? Doch, du schaffst es auch, aber ich schaff's nicht. Weil irgendwie das Spiel gegen mich ist und so. Hallo Leute, ich will hier vorbei. Lasst mich durch. Gut, der lässt mich in Ruhe. Gut. Na toll, ein einzelner grüner Panzer. Der bringt's mir jetzt aber voll. Nein! Nein! Da fährt man extra ein Stück weiter innen, um nicht von dem Bullpill erwischt zu werden und dann sowas. Wieso ist das Rennen noch nicht vorbei? Na, so geht doch. Ich meine, ich bin Neunter, da konnte jetzt keiner mehr sein. Das ist doch mal mega kacke. Ich war für einen Moment Dritter und dann passiert so eine schöne Sache. Ich hasse euch alle. Es ist unglaublich hier. Skandal, Skandal. Skandal. Also wenn man eins über den Zufallsgenerator von Mario Kart wie mit Sicherheit sagen kann, dann ist es, dass er N64 Bowsers Festung hasst. Weil es steht immer noch fünfmal auf der Streckenauswahlliste und wird weiterhin hartnäckig ignoriert. Das ist echt nett. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, würde da jetzt Regenbogenboulevard stehen und selbst wenn er nur einmal draufstehen würde, der würde sofort gewählt werden, aber... N64 Bowser Festung, die kann ruhig 10-mal bei 9 möglichen Wahlen dort stehen und wird trotzdem nicht gewählt oder so. Oh, das war ein Treffer. Hätte ich nie damit gerechnet, ja. Aber probieren musste ich es ja trotzdem mal. Okay. Jetzt werden wir hier sowieso die Hälfte wieder überholen oder so mit ihren tollen Pilzen des Glücks. Ja, einer hat es schon mal geschafft und sonst schafft es im Moment keiner, okay. Wow, da hätte ich fast noch Basti irgendwie erwischt. Mit meinen unglaublichen... Sniper-Skills. Ja, wir wissen ja, ich bin ja eigentlich nicht gut in Snipern mit grünen Panzern, sondern eigentlich eher mit, grünen Bananen, wollte ich jetzt sagen, aber die Bananen sind tatsächlich gelb. Nee, also, ich bin ja der Bananenbomber, dafür bin ich ja bekannt. Also, wenn ich eine Banane hab, dann seid ihr alle in Lebensgefahr. Ich hab doch nach hinten geschossen! Ein Glück, dass er mich jetzt nicht erwischt hat, weil technisch gesehen hatte ich, bevor der Powerblock losgegangen ist, meinen grünen Panzer noch nach hinten geschossen, um den roten Panzer abzuwehren, damit der mich nicht treffen kann, sobald der Powerblock mir meinen alten weggenommen hat. Verdammt, das war jetzt irgendwie scheiße gefahren. Aber, offensichtlich hat das Spiel gerade nicht interessiert, dass ich den noch abgeschossen habe und irgendwie war das jetzt extrem gefährlich, aber gut. Glück braucht der Mensch, ne? So sieht's aus. Und mit dem Pilz bin ich momentan gut bedient. Die Frage ist jetzt nur, ob ich ihn lang genug behalte oder ob ich ihn vorher weggeblitzt kriege. Oder weggepowblockt oder... keine Ahnung was. Weggepilzt. Ja, ich krieg den Pilz weggepilzt. Hallo Basti, warum stehst du hier so sinnlos rum? Ach, deshalb. Hat der den blauen Panzer gerochen oder was? Also, kann er eigentlich nicht. Er kann nicht gewusst haben, dass da jetzt ein blauer Panzer kommt. Der war ja noch nicht mal für mich angekündigt. In dem Moment, als ich Basti gesehen habe. Verdammt, so war das nicht geplant. Ich wollte eigentlich so eng an der Banane langfahren, dass der rote Panzer irgendwie gegen die Banane fliegt. Aber, nö. Alles nur wegen einem blauen Panzer, ne? Hätte nicht sein müssen. Wäre der blaue Panzer nicht gewesen, wäre ich Erster geworden. Also, mit meinem Pilz hätte ich ja noch wunderbar abkürzen können. Aber, nö, nö. Und übrigens, nö. Muss ja nicht. Aber egal, ich habe ja in der ersten Rubrik gezeigt, was für ein Mega-Skiller ich bin, was ich alles drauf habe. Und da kann ich jetzt ja ruhig mal ein bisschen abkacken hier als Siebter, aber, ja. Tja, und jetzt ist die Frage, was fahren wir als Nächstes? Also, ich bin für ein Team-Grand Prix, aber mit 9 Leuten ist das echt immer ziemlich doof. Trotzdem, also wenn sich jetzt nicht, egal ob sich was ändert oder nicht, ich denke, Team Grand Prix wird wohl das Nächste sein, was wir jetzt sehen. Also, ja, willkommen Team Grand Prix und so, aber das will ich gerne sagen. Also, ich kann leider deinen Mi nicht zuordnen, lieber Mensch, der da irgendwie Pilzschlucht gewählt hat, aber es wäre extrem cool, wenn wir jetzt mal irgendwann eine andere Bahn fahren würden. Ich kann es nicht fassen, wir haben die Pilzschlucht jetzt schon öfters als Piazzale Delfino und die hatten wir immerhin schon zweimal in 3 Grand Prix.
Und die Pilzschlucht, ja, dreimal in drei Grand Prix. Das ist in jedem Grand Prix einmal im Schnitt, ne? Das passt. Und irgendwie, übrigens, ja, um nur gesagt zu haben, 50% der zur Wahl stehenden Bahnen sind immer noch Bowsers Festung. Wir sind mittlerweile zu 10. Das heißt, 5 von 10 Bahnen sind Bowsers Festung für das N64. Was weiterhin gekonnt ignoriert wird. Ich mag das. Also, der Zufallsgenerator von dem Spiel ist echt ein Hit. Und ich bin... Oh, René, geh mir aus dem Weg. Ramm mich bloß nicht aus dem Wheelie. Wir sind im gleichen Team, also lass den Scheiß. Ich bin gerade begeistert, wie easy, ja, hier Daisy um die Kurven kommt. Ist echt cool. Also, irgendwie fährt sich sehr angenehm mit Daisy. Ich habe jetzt gedacht, komm, ich mache halt mal ein bisschen fahrerische Vielfalt. In letzter Zeit habe ich da wirklich fast durchgehend so gehalten, dass ich immer mit dem gleichen Charakter oder so gefahren bin. Glaube ich zumindest. Ich habe zumindest das Gefühl, als hätte ich lange nicht mehr den Charakter gewechselt. Aber das lag in erster Linie auch daran, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man ein MKW fährt. Man sieht's ja auch. Wow! René, du bist mein Held. Du hast mich fast runtergeworfen. Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass meine Fahrmanöver etwas unvorhersehbar waren. Ich meine, so wie ich hier durch die Gegend fliege, ist echt ein Skandal. Hast du mich gerade vorgelassen? Gibt's mir Rückendeckung? Finde ich aber nett von dir. Finde ich extrem nett von dir. Wir wissen, dass René besser ist als ich. Da brauchen wir nicht drüber zu streiten. Und er wäre definitiv vor mir. Ich meine, er wäre auch schneller wie ich. Glaube ich zumindest. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist Daisy auf der Piste ein bisschen im Vorteil. Wow. Das war aber jetzt extrem knapp. Aber, prinzipiell finde ich extrem cool von dir, dass du mich vorlässt. Oh, das finde ich jetzt nicht so cool. Aber wenigstens direkt vor dem Beschleuniger. Dann kann ich wenigstens gleich wieder Gas geben. Und kann irgendwie mir noch einen zweiten Platz holen. Bleib ruhig da vorne. Lass mich nicht vor. Bleib da vorne, wo du bist. Hol Punkte. Wir werden nämlich verfolgt von einer ganzen Schlange an roten Geisterfahrern, die alle meinen Tod wollen. Verdammt, ich habe jetzt schön die Bananen weggeräumt. Wow, das hätte mich fast noch erwischt. Und irgendwer hat mich noch überholt mit Pilzen. Skandal. Ja, immer diese Pilzmenschen hier. Aber egal, ich müsste Dritter sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Star hat mich noch tatsächlich überholt. Entenfan ist Vierter, Super Basti Sechster, Diddy Kong Zehnter. Das sollte man etwas dran arbeiten. Aber ich glaube, Team Blau dürfte jetzt ziemlich deutlich führen. Boah, 13 Punkte. Okay, die sind schnell wieder verloren. Schade. Oh Wunder, also... Im 10. Rennen haben wir dann endlich mal N64 Bowsers Festung, die ich ja von Anfang an wähle, seit wir das Spiel spielen. Und ich bin nicht der Einzige, der es in den letzten 5 Rennen oder so gewählt hat. Und ja, wir können endlich mal meine Bahn fahren, das finde ich sehr schön. Bin mal gespannt, ob mir Daisy hier Glück bringt, also... Ich wollte gerade sagen, mit Daisy kann man die Kurven schön eng nehmen, kommt gut rum. Aber das war wohl ein bisschen zu eng für den Moment. Egal. Warum ist Star so weit hinten? Der müsste doch als Zweiter gestartet sein. War doch eben Zweiter. Hat mich noch vom Ziel überholt, der kleine Cheater hier. Mist. Irgendwie sollte die treffen. Och, hör doch mal auf, mich durch die Gegend zu rammen hier. Oh, wie soll man hier einmal noch... Toll. Wie soll man hier einmal eine vernünftige Kurve nehmen, wenn man andauernd irgendwo gegen die Wand gerammt wird? Alles nur, weil ich am Anfang so rumgefehlt habe. Das ist aber echt schlimm. Also, es ist ja, super. Es ist extrem erstaunlich, was für einen Unterschied das fahrerisch macht, wenn man auf einmal mit Daisy fährt. Ich kann gar nicht glauben, dass ich früher mit Daisy so gut fahren konnte. Also, naja, so gut ist übertrieben, aber eben ohne, dass ich mich irgendwie umstellen musste. Ich meine, ich habe öfters mal zwischen Funky und zwischen Daisy... Würdest du das lassen? Du bist in meinem Team, du Holzkopf. Ach, Himmel. Ja, ich habe öfters mal zwischen Funky und Daisy hin und her gewechselt und hatte nie Probleme mit einer Umstellung, weil ich auf einmal anders fahre oder so, aber es ist wirklich ein Unterschied vorhanden. Und jetzt ist es doof, dass ich so einen schlechten Start hatte, nachdem ich die Wolke abgegeben habe, aber ja, es macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Super. Ich werde es nicht mehr nach vorne schaffen. Das ist schon die zweite Runde und ich krieg wirklich alles ab, was nur irgendwie im Weg ist. Und meine eigenen Leute blockieren mich so gut sie nur können. Also... Ich wünschte mir echt ein bisschen Unterstützung. Vor allem, wir haben irgendwie eine relativ rote Front hier im Moment. Das ist extrem schlecht, wenn wir das Team Grand Prix auch mal gewinnen wollen. Und da wäre es ganz nett, wenn wir jetzt mal ein bisschen hier aufholen würden, ne? Also Team Blau, strengt euch mal an. Das gibt's nicht, dass ich mit dem Goldpilz gerade mal auf den 7. Platz gekommen bin und sofort wieder überholt werde von Striker. Komm schon. Ja. Und kein Bullpill von hinten ausnahmsweise, das ist mal nett. Wirklich nett. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Okay. Für einen Moment schon mal ein Stückchen voran, aber nicht weit genug. Okay, Star kriegt jetzt erstmal was ab.
Das finde ich in Ordnung. Pick mir nochmal einen Platz ein und ich habe sogar Rückendeckung, weil irgendwer von meinem Team ist direkt hinter mir. Das ist extrem, extrem, extrem vorteilhaft. Und ups, na toll. So viel dazu. Für einen Moment war es ganz okay, aber jetzt ist es natürlich wieder vorbei. Es wäre gut, wenn Blau als nächstes einen Blitz kriegen würde. Also, nur so als Idee. Okay, das hat ja irgendwie geklappt, ohne mich selbst dabei umzubringen. Wow, wo kam der Bullet Bill gerade her? Wahnsinn. Ihr seid alle so schnell, wie macht ihr das? Habt ihr irgendwas genommen oder so? Oder habt ihr eure Motorräder frisiert? Das wird's sein. Ja, ein bisschen Umbau und dann ist alles drin oder so. Oh, da kriegt irgendwer noch einen blauen Panzer von mir ab. Das ist gut, dann wird die Person gleich noch aufgehalten. Und reicht's noch? Es reicht nicht mehr, weil wer auch immer das aus meinem Team war, die Wolke abgegeben hat. Das kann doch nicht sein. Wer war das? Wer ist der Blaue, der direkt vor mir ins Ziel kam? Deine Schuld. Hättest du nicht die Wolke abgegeben, wäre ich jetzt noch einen Platz weiter vorne. Ja, Basti, hast du toll gemacht, Basti. Da hast du Team Rot gerade mal 2 Punkte geschenkt. Okay, Quatsch, doch 2 Punkte geschenkt. Ah, und uns 2 Punkte gekostet. Ah, okay, wenigstens führen wir noch. René macht das schon. René ist super. Supermann. Gott sei Dank haben wir dich. Wenigstens einer, der hier was richtig macht.